Aber jetzt gibt es ein wunderbar tolles neues Buch von dir, und zwar über den deutschen Wald. Ja. Das ist sicherlich ein Buch, was man auch erst schreibt, wenn man alles gesehen hat. Oder ist es jetzt die Sehnsucht, auch in Deutschland unterwegs zu sein, weil vielleicht die Reisen auch immer schwerlicher sind oder man alles gesehen hat? Wie kam es dazu? Ich sag mal so, also ich bin ja im Thüringer Wald groß geworden. Meine Geburtsstadt ist Gotha, und dann haben wir auch in Oberhof gewohnt und in Luisenthal. Das mag der ein oder andere kennen. Und meine ersten Erlebnisse sozusagen in der Wildnis, damals haben wir Gojko Mitic nachgespielt. Da sind wir die Ora runtergefahren mit einem selbstgebauten Boot. Und haben Indianer gespielt, ja, und sind gepaddelt und haben Tiere beobachtet. Und bei mir stand natürlich auch immer noch das Tier im Vordergrund, also die Beobachtung des Tiers und auch den Kontakt aufnehmen zu können. Ich habe meinen ersten Hirschruf, also ein Hirschruf ist ein Instrument, das ist eigentlich nur ein Rohr, mit 6 oder 7 Jahren mir gebaut in Luisenthal. Und da habe ich dann eben zur Brunftzeit im September gerührt in den Wald. Und mir standen die Tränen in den Augen, beziehungsweise ich habe geweint, als der erste Hirsch mir geantwortet hat. Nee, der kam nicht. Aber der hat geantwortet. Also der hat mich nicht mal gesehen. Aber er hat auf diesen Brunftruf hat er geantwortet. Und ich war damals 6 oder 7. Und das hat mich natürlich geprägt, sowas. Ne? Und das ist bis heute so geblieben. Deshalb war es mal allerhöchste Zeit, ein Buch über, also auch irgendwo noch mal so ein Kompliment an unseren deutschen Wald und an unsere deutsche Natur zu machen. Das ist ein echtes Kompliment, weil ich bin ja noch in den 80er Jahren, erinnere ich mich, da haben alle vom Waldsterben gesprochen. Da haben wir darüber gesprochen, wie lange gibt es den Wald noch. So, ja. Wie geht es denn dem deutschen Wald? Na, also wir sind, also jetzt ein paar Fakten, die kann man überall nachlesen, ne, im Internet, aber wir sind sozusagen Waldmeister, wir Deutsche. Also wir haben die meisten Bäume in Deutschland, und wir haben auch die meisten Festmeter, nennt man das, oder Raummeter an Holz. Und früher war Deutschland ja im Prinzip ein riesiger Rotbuchenwald, so wie der Hainich noch in Thüringen. Und dem Wald geht es eigentlich nicht schlecht, vor allem, weil der Wald umgebaut wird. Also es gibt eben wir gehen ja weg von diesen Monokulturen, und wir gehen wieder zurück in diese artenreichen, ich sag mal Mischwälder, nennt man sie so im Hausgebrauch. Oder sogar Plänterwälder. Also Pländern kommt eigentlich aus dem, das ist ein forstlicher Begriff, heißt eigentlich, der Schwabe muss es wissen, das heißt eigentlich plündern. Also man nimmt immer nur einzelne Bäume raus. Und das andere wäre sozusagen der Kahlschlag. Das macht man nicht mehr, ne, heutzutage. Und insofern geht es dem Wald gut. Wir sind sehr artenreich in Deutschland. Also wir sind das, was auch Tierarten angeht, das mit eines der artenreichsten und der wildreichsten Länder Deutschlands. Deutschland ist das wildreichste Land Europas. Sorry. Deshalb haben wir auch wieder Wölfe hier. War gerade die Frage, ist das der Grund, weshalb die Wölfe wiederkommen? Also die kommen ja nicht, weil es so schön ist in unseren Forsten. Also der Wald, wir leben in einer Kulturlandschaft. Ja. Also die meisten Wälder, bis auf ganz wenige kleine Urwälder, die wir noch haben, also der Hainich, im Sauerland gibt es noch einen. Das sind ja aber alles. Gojko, lass ihn mal zu mir rüber, sonst bellt sie die ganze Zeit. Komm. Und die wird nämlich eifersüchtig, wenn sie bei dir sitzt und ich erzähle. Also wir haben praktisch Kulturwälder, die sind alle mal gepflanzt worden. Und trotzdem sind diese Wälder natürlich sehr wildreich, weil man über Jahrhunderte das Wild künstlich gehegt, der Jäger sagt gehegt, man könnte auch sagen herangezüchtet hat. Das heißt, Deutschland ist das wildreichste Land Europas. Und deshalb kommt der Wolf natürlich auch, weil der ist ja nicht blöd. Aber der Wolf ist ja ein Phänomen eigentlich. Ich glaube, kein anderes Tier in Deutschland polarisiert auch so stark. Einerseits zieht es uns immer halt in den Bann. Auf der ganzen Welt. Und andererseits gibt es aber auch die Ängste. Wie stehst du denn zu dieser Problematik? Also die Ängste sind aus meiner Sicht vollkommen übertrieben. Ja? Also in Niedersachsen, wo Sie herkommen, geht es leider schon so weit, dass man Lokalpolitik macht, indem man sich gegen den Wolf stellt. Also man sagt, ich bin gegen den Wolf. Ja, in Bayern übrigens dasselbe. Ich bin gegen den Wolf, und da gewinnst du die Kommunalwahlen, weil du sagst, wir wollen hier keine Wölfe. Ja? Und ich meine, die Jäger haben 70 Jahre erzählt in Deutschland, wenn ein Nichtjäger sie gefragt hat, warum gehen sie zur Jagd, haben sie gesagt, ja, also früher gab es Bär, Wolf und Luchs, jetzt müssen wir das erledigen. Ne? Als ob es nichts Edleres gibt. Statt zu sagen, nee, Großvater ging schon zur Jagd, Vater ging zur Jagd, ich habe es auch im Blut. Das wäre eine ehrliche Antwort. Ich gehe auch zur Jagd. Du bist auch Jäger. Ja, ich bin auch Jäger, ich stehe da auch dazu. Ja. Und dafür esse ich keine armen Tiere aus irgendwelchen Massentierhaltungen oder hier von irgendwelchen restlichen Großbetrieben. Mache ich nicht. Die frisst gleich das Lachsbrötchen, Cleo. Aber um darauf zurückzukommen, und es ist so, jetzt ist sozusagen der größte Verbündete des Jägers wieder da. Wir haben bekanntlicherweise gerade hier in den östlichen Bundesländern
Riesenprobleme mit Wildschweinen. Mhm. Es gibt eine Massenvermehrung von Wildschweinen. Das ist klimabedingt, das ist mehr auch bedingt durch mehr Maisanbau in den letzten Jahrzehnten. Und ist aber auch bedingt, weil die Jäger ja jahrzehntelang die Wildschweine gefüttert haben im Wald, um sie dann nachts vom Hochsitz aus abschießen zu können. Also wir haben zu viele Wildschweine. Jetzt ist der Wolf wieder da, sozusagen der größte Verbündete. Also Bruder Wolf, der größte Verbündete der Jäger. Und was ist der Fall? In Niedersachsen, in Bayern, ja, leider in Sachsen auch, ja, will man den Wolf nicht haben. Und da gibt es ganz, ganz schlimme Entwicklungen, die letztendlich dazu führen, dass man auch in der Bevölkerung Angst schürt und sagt, hey, das ist das böse Tier. Und ich gebe dir total recht, er polarisiert, ja. Ja, weil er sich nicht kontrollieren lässt. Wir Deutschen sind so Kontrollfreaks. So, und wir schießen im Jahr so und so viel, 500.000 Wildschweine, 1 Million Rehe, 300.000 Stück Rotwild, ich weiß die Zahlen nicht. Ne? Und jetzt kommt so ein Tier nach Deutschland. Und er sagt, ich bin heute mal hier, morgen mal da. Und das ist uns suspekt. Suspekt, ja. Ja. Weil es so ein Freiheitsgeist ist.